Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Tag von der Public Climate School. Wir sind hier jetzt bei den Lectures for Future und mit dem Thema Umwelt heute. Und ich freue mich, hier Jan und Felix begrüßen zu dürfen. Die beiden sind von Forst erklärt. Und genau, das Thema heute ist der Wald im Wandel. Genau, und die beiden haben zusammen mit Simon noch, der ist heute leider nicht mit dabei, die Forst erklärt 2020 gegründet. Sind drei Forststudenten hier aus Göttingen. Freut mich natürlich sehr, auch als Göttinger Studentin hier jetzt auch die paar mehr Göttinger mit dabei zu haben. Und genau, also ihr versucht irgendwie das Wissen über den Wald zu verbreiten, über Instagram, über euren eigenen Blog. Habt sogar einen Podcast, aber ich glaube, ich übergebe einfach mal an euch und dann könnt ihr euch selber mal vorstellen. Ja, viel Spaß. Ja, moin, wir sind Forst erklärt. Ich bin Jan. Servus. Moin und ich bin Felix. Genau, und wir haben vor 2 Jahren mittlerweile das Projekt Forst erklärt gegründet. Das ist entstanden, weil wir alle Forst, also wir sind zu dritt gewesen, haben Forst studiert. Hier in Göttingen kann man Forstwirtschaft und Forstwissenschaften studieren. Und wir kommen aber gar nicht aus dem Forstumfeld, sondern kommen aus großen Städten. Und da wurde uns dann immer gefragt, ja, was macht ihr denn eigentlich da im Studium? Und das wollen wir euch heute in diesem Beitrag so ein bisschen näher bringen. Genau, und dafür geben wir jetzt einmal unseren Bildschirm frei. Ich hoffe, das klappt hier alles reibungslos. Wir starten mal. Ja, wunderbar. Also, genau, es geht heute um den Wald im Wandel. Das bezeichnet natürlich nicht nur den Klimawandel, sondern auch den Wald im Wandel im Generellen. Heißt, wie entwickeln sich Wälder in besonderem Bezug auf den Klimawandel? Und genau, wir führen euch hier heute so ein bisschen anhand einer kleinen Gliederung durch den Vortrag. Und da soll es zuerst einmal darum gehen, kurze Vorstellung des Projektes. Jan hat es schon etwas angerissen. Und dann wollen wir euch unsere Öffentlichkeitsarbeit noch ein bisschen näher bringen, warum das wichtig ist. Und dann natürlich das Waldsterben und der Klimawandel, den werden wir thematisieren, warum der Klimawandel tatsächlich solche immensen Auswirkungen auf den Wald hat. Und wir wollen euch natürlich nur auch noch Lösungsansätzen, also Ansätze und nicht nur Probleme aufzeigen. Das wird ein noch viel spannenderer Teil. Da freue ich mich besonders drauf. Und dann geht es natürlich auch noch um den Nutzen von Wäldern in Bezug auf den Klimawandel. Heißt, wie kann der Wald uns in Zeiten des Klimawandels unterstützen? Und dazu gilt auch die Holznutzung. Da gehen wir aber später noch drauf ein. Genau, grundsätzlich vielleicht, wenn ihr irgendwie Fragen habt, gibt es die Möglichkeit, dass ihr Fragen stellt. Das geht über Mentimeter, soweit ich das richtig verstanden habe. Wir freuen uns über jede Art der Nachfrage. Wir würden das Ganze auch gerne möglichst interaktiv gestalten. Es gibt so ein paar Punkte, an denen die jetzt hier live zuschauen, mitmachen können. Lasst uns bitte nicht hängen. Also ich hoffe, dass ein paar Leute dabei sind und ja, damit reinklicken. Genau, und los geht's schon mit der ersten interaktiven Geschichte. Und zwar wollen wir mal ein kleines Stimmungsbild bekommen. Und zwar, wie steht ihr überhaupt zu der Bewirtschaftung von Wäldern? Und was soll mit dem Wald geschehen? Wie soll der Wald in den nächsten Jahren in Deutschland behandelt werden? Und dazu bekommt ihr genau entweder den QR-Code oder einen Code, den ihr einfach eingeben müsst, damit ihr auf die Seite von Menti kommt. Und da könnt ihr dann einmal abstimmen, ein bisschen Schieberegler hin und her schieben. Und dann schauen wir gleich mal, wie euer Stimmungsbild ist. Ah, das geht ja schon gut los. Ah, es ist recht ausgewogen, ne? Geil. Aber es gibt. Ja, wie steht dir der Bewirtschaftung gegenüber? Ja. Ist ein harter Kampf. Gut gegen schlecht. Krass, okay, hätte ich wirklich nicht gedacht, dass es das, also dass alles irgendwie vertreten ist und dass es sich dann so gut in der Mitte sammelt. Ja, positiv gefällt uns natürlich gut. Sind wir vorbelastet, Felix? Was willst du sagen? Ich glaube nicht. Ja, 22 Leute haben teilgenommen. Reicht uns fürs Erste, Reicht oder? uns, glaube ich, fürs Erste. Kommt auch gerade keiner mehr hinzu. Dann würden wir noch einmal fragen, was soll mit dem Wald in der nächsten Zeit geschehen? Soll er genutzt werden? Soll er stillgelegt werden? Oder sollen wir irgendwie eine Mischung aus beidem machen? Auch da könnt ihr einmal abstimmen, was mit dem Wald in Zukunft geschehen soll. Die Leute sind schnell. Nutzen irgendwas, irgendwie alles sehr Keiner gut. will den Wald stilllegen. Also stilllegen, vielleicht nochmal als Erklärung für die da jetzt nichts mit anfangen können, würde bedeuten, dass wir Menschen uns aus dem Wald da komplett raushalten und die Natur einfach
Natur sein lassen. Also wenn das euer Wunsch ist für den Wald, dann drückt den Knopf für Stilllegen. Wenn ihr wollt, dass wir den Wald nutzen und als Menschen unseren Nutzen daraus ziehen, aber auch vielleicht auf viele andere Dinge achten bei der Nutzung, was das sein könnte, verraten wir vielleicht nachher hier im Vortrag, dann drückt ihr auf Nutzen. Und wenn ihr irgendwie alles wollt, dann macht ihr das, was jetzt schon die meisten Leute gemacht haben, drückt auf irgendwie alles. Genau, also ein Großteil ist irgendwo ausgewogen dazwischen. Das klingt auch sehr gut. 26 haben teilgenommen. Ich glaube, da kommt jetzt auch erstmal niemand mehr mit dazu. Dann würde ich sagen, reicht das schon. Und ihr könnt euch ja ein bisschen merken, wie sich so das Bild gezeigt hat und wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht ändern wir noch an der einen oder anderen Meinung etwas hier im Vortrag. Genau, dann geht's weiter. Jan stellt einmal ein bisschen das Projekt vor. Genau, wir sind Forst erklärt. Ich habe es gerade schon am Anfang kurz gesagt, vielleicht sind ein paar Leute jetzt neu dazugekommen. Das kennt man ja als Student, dass nicht immer alle gleich pünktlich sind. Nochmal ganz kurz, wir sind eigentlich zu dritt, beziehungsweise eigentlich sogar mittlerweile zu siebt. Wir sind fast alle Forststudierende und wohnen hier in Göttingen, beziehungsweise auch das stimmt nicht mehr so ganz, aber ursprünglich hat das Ganze hier in Göttingen gestartet, denn in Göttingen kann man Forstwirtschaft und Forstwissenschaften studieren. Forstwirtschaft ist der Studiengang an der FH, an der HAWK, da haben Felix und ich uns auch kennengelernt. Und das war vor 2 Jahren und da haben wir irgendwie gemerkt, wenn wir nach Hause zu unseren Eltern gefahren sind, die alle in großen Städten wohnen und gar nichts mit dem Forst zu tun haben, dass die immer gefragt haben, ja, was lernt ihr denn da irgendwie im Studium? Und weil das nicht nur unsere Eltern waren, sondern auch viele FreundInnen, haben wir dann irgendwann gesagt, ja, bevor ich das jetzt hier 10.000 Mal selber erzähle, wäre es doch irgendwie geil, wenn man das Ganze auch bei Social Media macht. Daraufhin haben wir eine Instagram-Seite gegründet und haben so ein paar Stories gepostet, einfach nur die Leute mit in unser Studium und in den Wald genommen. Und das Ganze ist jetzt seitdem ziemlich gut gewachsen. Und ursprünglich waren wir aber, wie gesagt, 3 Leute. Das sind einmal ich bin Jan. Simon, der ist nicht dabei, der ist mittlerweile Förster in Schleswig-Holstein. Und ich bin Felix. Genau. Und das Ganze ist jetzt mittlerweile gewachsen, wie ich gesagt habe. Und ihr findet uns jetzt nicht mehr nur auf Instagram, wo das Ganze, wie gesagt, vor einiger Zeit mal irgendwann gestartet ist, sondern mittlerweile haben wir auch viele andere Kanäle, die wir bespielen. Wir sind relativ aktiv auch auf YouTube. Da drehen wir Videos, bei denen wir auch die Leute mit in den Wald nehmen, uns verschiedenste Phänomene im Wald anschauen. Das ist von irgendwie, wie man einen Baum pflanzt, wie man einen Baum vermisst, bis zum Eichenprozessionsspinner oder der Rettung von Rehkitzen. Ist da eigentlich alles dabei. Das macht super viel Spaß, da raus in den Wald zu kommen und überall irgendwie in Deutschland Wälder zu besuchen. Und nicht nur in Deutschland, wir waren sogar schon mal in Österreich. Und als dritten Kanal, den wir jetzt hier kurz nennen wollen, betreiben wir auch eine Website, einen Weblog. Also wenn ihr mal irgendwie recherchieren wollt zum Thema Forst, zum Thema Wald, schaut gerne auf unserer Website vorbei, www.forsterklärt.de. Da gibt es eigentlich alle relevanten Infos, die wir irgendwie dann nochmal in schriftlicher Form verfasst haben. Außerdem betreiben wir einen kleinen Podcast. Das soll aber jetzt auch schon genug des Werbeblocks sein. Wir würden uns einfach freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und vielleicht guckt ihr euch einfach mal selber an, was wir machen. Denn der Hauptpunkt, wie wir arbeiten, ist, dass wir so ein bisschen das Wissen, was wir haben, für jeden zugänglich machen wollen. Wir wollen eben nicht in einem Fach Chinesisch reden, so dass Leute nicht verstehen, was da überhaupt vor sich geht, sondern wir wollen Menschen für den Wald begeistern. Und das tun wir, indem wir eine möglichst einfache und verständliche Sprache wählen. Das Wort Polter ist in der Forstbranche oder in der Forstwelt, kennt das irgendwie jeder. Aber ich bin mir sicher, dass viele Leute, die jetzt vielleicht auch in diesem Meeting hier sitzen, überhaupt nicht wissen, was ein Polter ist. Und also kleiner Spoiler, Polter, so nennt man diese Holzstapel, die ihr bestimmt schon mal im Wald irgendwo gesehen habt. Genau, unser Wissen ist natürlich immer frei zugänglich, das ist uns ganz, ganz wichtig. Und vor allem, weil wir auch selbst Studierende sind, ist uns die wissenschaftliche Betrachtung der ganzen Geschichte sehr, sehr wichtig. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Genau, deswegen findet ihr auch heute in dieser Präsentation eigentlich immer Quellen zu allen Aussagen, die wir tätigen. Falls das irgendwo fehlen sollte, schreibt uns bitte, bitte an. Wir suchen auch sehr, also wir freuen uns sehr, sehr über den Diskurs. Wenn ihr auch im Nachgang noch Fragen habt, schreibt uns gerne über einen der Kanäle an, die wir hier genannt haben. Warum ist jetzt Öffentlichkeitsarbeit für den Wald wichtig? Da starten wir mit einem Zitat, was wir immer gerne wiederverwenden. Man schützt nur, was man kennt. Und wir haben leider auch festgestellt, dass viele Leute so ein bisschen den Bezug zum Wald verloren haben. Und um diesen Bezug wiederherzustellen, wollen wir den Wald zu den Menschen bringen. Und deswegen, betreiben wir Öffentlichkeitsarbeit für den Wald. Genau, dann ist die Frage, warum ist Wald so wichtig?
Klar, er erfüllt unterschiedlichste Funktionen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber heute soll es ja auch vor allen Dingen um den Klimawandel gehen. Der Wald ist nicht nur Opfer des Klimawandels, sondern auch vor allen Dingen Indikator. Heißt, wir sehen ganz, ganz schnell und auch sehr stark, wie Klima den Wald schädigen kann und was für Bedrohungen über dieses Ökosystem hinaus später noch kommen werden. Genau, und ein Waldsterben, das gab es schon mal, das war ebenfalls ein guter Indikator in dem Sinne. Was war das erste Waldsterben? Genau, das war in den 80er Jahren. Die älteren ZuschauerInnen erinnern sich vielleicht, falls welche dabei sind. Man kennt das vielleicht, also ich kenne das wirklich so von meinen Eltern, die irgendwie mal erzählt haben, ja, Waldsterben, das ist ja gar nicht neu, das gab es ja schon mal. Und damals gab es extrem hohe Rauchgaseinträge aus der Industrie und in manchen Regionen, besonders im Erzgebirge zum Beispiel, da waren die Wälder extrem stark davon betroffen und da sah es damals schon so ein bisschen so aus, wie man das jetzt vielleicht Bilder aus dem Harz und woanders kennt. Damals war die Lösung aber ziemlich einfach. Man hat dann geforscht und festgestellt, dass man einfach Filteranlagen in Industrieanlagen einbauen kann und somit halt diese hohen Rauchgaseinträge reduzieren kann. Und das hat dann tatsächlich das Waldsterben damals relativ gut aufhalten können. Genau, so einfach ist das leider aber beim zweiten Waldsterben nicht mehr. Heißt, das durch den Menschen verursachte oder das zweite durch den Menschen verursachte Waldsterben. Und zwar fangen wir mal an mit dieser Grafik. Die sollte wahrscheinlich allen von euch bekannt sein. Da geht es einmal um die Temperaturentwicklung, einmal in normal, das können wir hier sehen, und dann natürlich durch den Menschen beeinflusst. Und wir sehen also ja seit den Anfang der 1900er Jahre einen Anstieg der Temperatur. Und das hat natürlich Auswirkungen. Da kommen natürlich ein paar andere Sachen noch hinzu, wie zum Beispiel verringerter Niederschlag oder ja, Sammlung von Niederschlägen mit weniger gleichmäßiger Verteilung. Und das hat eben Auswirkungen auf den Wald. Und ihr kennt wahrscheinlich alle die Fichte und auch das Sterben der Fichte hier momentan in Deutschland. Und das wollen wir mal etwas wissenschaftlicher erklären. Und zwar seht ihr hier sogenannte Klimahüllen. Und ihr seht hier in grün gefärbt das natürliche Verbreitungsgebiet der Fichte. Heißt, wo wächst die Fichte im natürlichen Raum? Und ihr seht hier einmal die Temperatur und einmal den Jahresniederschlag. Und da kann man halt eben sagen, ja, auch mit relativ wenig Niederschlag, aber geringen Temperaturen, da wächst die Fichte, aber auch mit etwas höheren Jahresdurchschnittstemperaturen und hohem Niederschlag. So, und jetzt haben wir euch mal eingezeichnet, wie der Jahresdurchschnitt und die Jahresdurchschnittstemperatur in den wärmsten letzten 3 Jahren waren, also beziehungsweise in denen davor, heißt das Jahr 18, 19 und 20. Das sind die roten Punkte. Genau, jetzt. Das sind die roten Punkte. Und ihr seht dazu noch hier einmal die Waldfläche in Deutschland. Wie schneidet die Waldfläche in Deutschland sich mit dem grünen Fichtenmuster? Heißt, in diesem Bereich kann man sagen, okay, hier wird die Fichte angebaut und hier wächst sie auch natürlich. Und hier beispielsweise wächst sie nicht natürlich und wird trotzdem angebaut. Und dann haben wir noch eine Verschiebung dieser roten Hülle. Und das ist eben die leider noch sehr positiv angenommene Veränderung von 1,5 Grad, also die 1,5 Grad Erderwärmung. So verschiebt sich dann die Klimahülle der deutschen Wälder in Zukunft. Auf 2050 ist das, meine ich. So heißt, ihr seht schon, dass die Überschneidung mit dem natürlichen Verbreitungsgebiet und dem tatsächlichen Klima in Deutschland immer weniger wird. Und jetzt haben wir euch noch einen Punkt eingezeichnet. Ich hoffe, manch einer kommt hier aus Göttingen. Und zwar ist das hier das Klima in Göttingen. Das liegt schon außerhalb des natürlichen Verbreitungsgebiets der Fichte und rutscht noch weiter in den nächsten 30 Jahren hier heraus. Heißt, wir sind nicht mehr, also auch vorher schon nicht mehr im natürlichen Verbreitungsgebiet der Fichte gewesen und rutschen dann auch noch über die Klimahülle des momentanen Waldbestandes hinfort. Heißt, wir sehen, okay, irgendwie die Fichte gehörte nie hierhin und die Fichte wird auch in Zukunft nicht auf diesen Waldflächen wachsen. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und auch mal wissenschaftlich hergeleitet, warum momentan der Wald so extrem stirbt. Genau, warum stirbt der Wald überhaupt? Solche Extremwetterereignisse führen zu sogenannter Prädisposition. Heißt, die Bäume sind vorgeschwächt. Eine Fichte, die wehrt sich eigentlich mit Hilfe von Harz gegen Käfer und andere Insekten, die sie schädigen oder auffressen wollen. In diesem
Sinne mal schädigen. Und eigentlich würde sie Harz produzieren, die Käfer ausharzen und die Käfer würden sterben. Das geschieht aber nicht, weil die Bäume eben zu wenig Wasser haben und diese Käfer verbreiten sich. Und in diesen Reinbeständen, wie ihr das Bild hier unten seht, haben diese Käfer natürlich ein optimales Lebens- und Nahrungsangebot. Dadurch kommt es zu sogenannten Gradationen, heißt extrem viele Käfer vermehren sich und fressen dann ganze Wälder aus. Und so wird aus so einem Wald schnell so ein Wald. Kurze Erklärung dazu vielleicht. Reinbestand, das ist das forstliche Fachwort für das, was man umgangssprachlich oft eine Monokultur nennt. Also wirklich einen Wald, der nur aus einer einzigen Baumart besteht. Genau. Und es gibt nicht nur Fichtenreinbestände, sondern natürlich auch Kiefer, aber auch Buche. Die Buche würde natürliche Reinbestände bilden. Aber dazu müsst ihr einmal auf unserer Website gucken, weil das würde jetzt hier zu weit führen. Aber ich habe am Anfang gesagt, wir wollen natürlich nicht nur Probleme aufzeigen, sondern auch Lösungen. Und die Lösungen, die momentan in der Forstwirtschaft immer so propagiert werden, in Anführungsstrichen, sind, dass Wälder horizontal und vertikal gemischt werden müssen. Viele haben das wahrscheinlich von euch schon gehört. Ja, Mischwälder, Laubwälder in Mischwälder umbauen, Nadelwälder in Mischwälder umbauen, heißt, wir haben unterschiedlichste Baumarten. Das ist die horizontale Mischung. Heißt, wir haben eine Bandbreite von Baumarten, wie zum Beispiel der Buche, der Eiche. Auch eine Fichte kann drin wachsen, eine Weißtanne, eine Kiefer und so weiter. Ganz viele unterschiedliche Baumarten. Und die vertikale Mischung ist dann die Altersmischung. Heißt, wir wollen dicke Bäume neben ganz dünnen Bäumen haben. Also junge und alte. All das macht den Wald viel stabiler. Das ist aber nicht nur so dahergesagt, sondern tatsächlich wissenschaftlich bewiesen. Und dazu schauen wir uns einmal diese Grafik an. Und zwar sehen wir hier die Überlebenswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit zum Alter. Also alle Bäumchen im Alter von 0 überleben, das ist klar. Und mit jedem Jahr, was sie weiterleben, sinkt irgendwann die Wahrscheinlichkeit, dass sie dieses Alter erreichen. Und wir sehen beispielsweise hier im Alter von 120 Jahren leben nur noch 71% der gepflanzten Bäume. Also wir schauen uns jetzt vier unterschiedliche Bäume an und genau, jeder Strich ist eine Art von... Genau, vier unterschiedliche Bestandesarten. Und da haben wir einmal Pure Stands, also Reinbestände mit unpassendem Klima und schlechtem Boden. Heißt maximal schlechte Voraussetzungen für einen Baum, wenn man sich das mal vielleicht in eurem Garten anschaut. Eine Tomate mit zu wenig Wasser auf einem Rasen, wo keine Nährstoffe drin sind, die geht natürlich ein. Und diese Pure Stands hatten wir ja vorhin. Diese Reinbestände bieten natürlich auch noch optimale Verhältnisse für Käfervermehrung und so weiter. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit, gemischte Bestände mit unpassendem Klima und schlechter Erde. Und ihr seht schon, im Alter 120 überleben deutlich mehr. Nicht mehr 71%, sondern 86% der Bäume, die dort stehen. Wenn man jetzt sagt, wir pflanzen Bäume, die gut an die klimatischen Bedingungen, also ein angepasstes oder ein angemessenes Klima haben, auf einem guten Boden, dann steigt die Überlebenswahrscheinlichkeit noch besser. Das sind Pure Stands, also nochmal Reinbestände. Und die gemischten Bestände bei gutem Klima, also bei gut vorausgesagtem Klima in Anführungsstrichen, und gutem Boden, also wenn ich sage, ich habe einen Baum, der ist auf sehr viel Nährstoff angewiesen, dann muss ich auch diesen Baum dahin pflanzen. Und dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit bedeutend höher. Heißt, hieran erkennt man, mal zusammengefasst, wenn Bäume auf dem richtigen Standort bei dem richtig vorausgesagten Klima stehen, heißt, wenn ich jetzt Bäume dahin pflanze und sage, okay, eigentlich ist er an trockene Regionen angepasst, dieser Baum. Ich sage mal, die Zähreiche aus dem südeuropäischen Raum, heißt, der ist eher an die Wärme angepasst. Den pflanze ich hier hin, weil in Zukunft das Klima hier wärmer sein wird. Dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit bedeutend höher, als wenn ich beispielsweise eine Fichte dorthin pflanze, wo man eher sagt, dass sie auf viel Niederschlag angewiesen ist. Ich hoffe, das war verständlich, etwas kompliziert, aber ihr seid ja alle Studierende. Mit so einem Diagramm klarkommen. Genau. Und dann haben wir noch eine ebenfalls ähnlich komplizierte Grafik. Habe ich etwas gebraucht, um sie zu verstehen, aber ich hoffe, ich kann es euch erklären. Und auch hier geht es nochmal um das relative Wachstum, also Relative Growth. Und das wird meistens beispielsweise über die Jahrringbreite gemacht. Also die Bäume bilden ja jedes Jahr einen Jahrring.
Und daran kann man eben messen, wie gut es einem Baum geht. Denn je besser es einem Baum geht, je besser der Niederschlag und so weiter ist, desto besser wächst dieser Baum und desto breiter sind eben auch die Jahre. Und dann haben wir hier unten den Verlauf von Jahren. Und da haben wir eine Zahl, die etwas raussteht, und zwar 1976, ein ausgesprochenes Dürrejahr. Also ein Jahr, was wir in Zukunft wahrscheinlich öfter mal haben werden, wie beispielsweise 2018 oder 2019. Und da geschieht Folgendes, also wir haben das relative Wachstum von unterschiedlichen Beständen und dann kommt das Dürrejahr. Und in diesem Hitzejahr wachsen Bäume unterschiedlich schnell. Und wir haben hier einmal Eichenbestände und Buchenbestände gemischt. Wir haben Eichenbestände, die rein sind, also nur Eiche wachsen da, Eichen wachsen da. Und dann haben wir noch Buchen, die alleine dort wachsen. Und wir haben Buchen und Eichen gemischt. Jetzt könnte man sich sagen, hey, Buche und Eiche und Buche, ist es nicht das Gleiche? Nein, denn der erste Name, also hier die Buche, ist hier häufiger als die Eiche vorhanden. Und hier ist eben die Eiche häufiger vorhanden als die Buche. Und wir gucken uns das mal an. Und in diesem ersten Jahr geht es um die sogenannte Widerstandskraft. Heißt, wenn eine Dürre kommt, wie gut ist der Wald dagegen gewappnet? Wie heftig trifft den Wald das? Und da sehen wir, Reinbestände der Buche werden am härtesten getroffen. Und Buchenbestände, die mit Eichen durchmischt sind, ja, zeigen am geringsten Auswirkungen. Heißt, sie wachsen immer noch relativ gut. Andere Bestände, Eiche rein und Eiche mit Buchen, also mit einzelnen Buchen drin, die liegen irgendwo dazwischen. Und dann gibt es einmal die Resistance und einmal die Resilience, heißt die Resilienz. Wie komme ich aus einem Schadereignis wieder heraus? Wie erhole ich mich von diesem Schadereignis? Und da sehen wir, dass tatsächlich die Buchenreihenbestände sehr gut wieder in den nächsten Jahren wachsen. Heißt, sie sind sogar über dem normalen. Eichen in Reihenbeständen und Eichen in mit Buchen durchmischt erholen sich nicht ganz so gut. Und am allerbesten erholen sich Bestände mit Eichen. Also die viele Buchen mit ein paar Eichen drin. Da gibt es unterschiedliche Erklärungen für, die will ich jetzt nicht ausführen, weil die Zeit für uns natürlich auch weiterläuft und ihr auch noch andere Vorträge anhören möchtet. Aber was ich damit auch wieder sagen will, oder die Quintessenz des Ganzen ist, dass es auf die Mischung ankommt. Es kommt aber nicht auf irgendeine Mischung an, sondern auf ganz bestimmte. Und da auch wieder unser Ansatz und auch das, was wir im Studium lernen, dass man das Ganze nicht so, ja, ach, ich pflanze einfach alles durcheinander und das wird schon passen, sondern dass man da sehr kontrolliert rangehen muss und gucken muss, wie entwickelt sich Wald, wie erholt er sich in Zukunft, wie erholt er sich in Zukunft am besten. Ich hoffe, das ist klar geworden. Einmal die Widerstandsfähigkeit und einmal die Erholung nach solchen Katastrophen. Und das Schöne ist, dass es in ganz Deutschland eigentlich forstliche Versuchsanstalten gibt und ganz viel Wissenschaft betrieben wird. Also es wird sehr viel geforscht, gerade zum Klimawandel und zu Baumarten. Und wir sind da eigentlich an dem Punkt, dass wir wissenschaftlich eigentlich genug Erkenntnisse haben, die müssen wir jetzt nur umsetzen. Und das Problem ist aber, dass ein Baum, wie ihr schon jetzt vorhin in der Abbildung gesehen habt, nicht 10 Jahre wächst, sondern eher so 100 bis 200 Jahre. Und die Prozesse sind einfach extrem langsam und der Klimawandel ist extrem schnell. Genau. Genau, die nächste Frage, also aber warum interessiert uns dieses ganze Waldsterben? Da haben wir jetzt einmal die Frage an euch, welche Funktion erfüllt das Ökosystem Wald für uns? Und weil wir hier nicht die ganze Zeit einen Monolog halten wollen, würden wir an der Stelle gerne nochmal ein Mentimeter reinschalten. Schreibt doch mal, also die Frage würden wir gerne an euch geben. Was glaubt ihr, welche Funktion übernimmt denn der Wald für uns, für die Menschen, für die Welt aber auch? Also vielleicht nicht nur an Menschen gedacht, sondern auch darüber hinaus, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Den Link habt ihr hier wieder eingeblendet. Wir freuen uns, wenn ihr euch eben kurz Zeit nehmt und da teilnehmt. Es gibt kein richtig und kein falsch an dieser Stelle. Wenn es falsch ist, werden wir es danach entsprechend kommentieren. Aber wir sehen ja auch nicht, wer was sagt. Rückzugsort, Erholung, CO2-Speicher, ja, sehr gut. CO2-Kompensation. Kühlung, auch ein sehr, sehr spannender Punkt. Genau. Gerne einfach alles, alle Ideen da reinschreiben. Mehrfachnennungen sind möglich. Ja. Schutz. Erholung ist immer noch sehr, sehr prominent hier. Bodenerneuerung, auch sehr schön, ja. Schutz und Schatten, Lebensraum, Holznutzung sehe ich da. Freizeit, Kühlung.
Sehr schön. Ja, ist ganz spannend zu beobachten. Auch, also ist natürlich klar, dass in einem Students for Future Freitag jetzt die CO2-Senke oder der CO2-Speicher oft genannt wird. Da kommen wir auch auf jeden Fall gleich noch zu. Lebensraum für Tiere, ja, genau, also ist alles richtig, denn der Wald übernimmt ganz, 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 ganz viele Funktionen für uns. Im Wesentlichen kann man das unter drei Funktionen zusammenfassen, von denen wir uns jetzt eine etwas genauer anschauen wollen, aber ohne zu viel zu verraten. Die drei Funktionen fasst man unter den Begriffen Nutzfunktion, Schutzfunktion und Erholungsfunktion zusammen. Ich finde es ganz schön, dass die Erholung hier auch direkt in der Mitte steht. Genau. Ja. Wir beenden mal das Screensharing und machen bei uns weiter. Genau. Ja, erstmal vielen Dank für die Eindrücke und Jan erzählt euch jetzt noch ein bisschen mehr. Genau, wir wollen uns jetzt also mal die Holznutzung anschauen. Und da ist die große Frage, ja, warum sollten wir Holz nutzen? Also warum machen wir aus so einem Baum? Warum schneiden wir den ab? Warum tun wir der Natur das an? Und fällen Bäume, sammeln die irgendwo, um sie dann zu verkaufen. Und um uns das genauer anzugucken, wollen wir hier mal kurz mich moderieren lassen, wie ich das in einem Video sage, weil wir da lustige Animationen eingebaut haben. Und wir hoffen, dass das jetzt funktioniert. Ansonsten könnt ihr unter diesem Titel das Video auch bei YouTube finden und das im Nachgang hier nochmal anschauen. Ich gucke mal, ob das klappt. Ja, 2049. Ah, nee, naja. Das kann halt sein. 2025 bis 2030 49. Dürre ohne Ende und dann aus dem Hörsaal heraustragen können. Bäume entziehen unserer Atmosphäre CO2. Das CO2 wird dann aufgeteilt in Kohlenstoff und Sauerstoff. Den Sauerstoff geben die Bäume frei und dann kann er zum Beispiel von uns Menschen zum Atmen genutzt werden. Und der Kohlenstoff, er wird im Holz gespeichert. Zu einem Kreislauf wird das Ganze in dem Moment, in dem das Holz dann irgendwann vermodert und der Kohlenstoff aus dem Holz sich wieder zu CO2 verbindet. Wenn wir Menschen jetzt CO2 ausstoßen und produzieren, dann gerät dieser ganze Kreislauf in ein Ungleichgewicht. Und die Auswirkungen dieses Ungleichgewichtes, die sehen wir im Klimawandel und der hinterlässt seine Spuren ganz deutlich im Wald. Ja, das war schon von dem kleinen YouTube-Video Ja, wieder ein ich. kleiner Teaser, wenn ihr den noch später weiterschauen wollt. Genau, also die wichtigste Info, die wir euch eigentlich geben wollten, ist, dass das Holz im CO2 gespeichert wird. Das andersrum, dass der Kohlenstoff im Holz gespeichert wird. Entschuldigung. Und was das genau für uns bedeutet und was wir Menschen mit dieser Info anfangen können, das verrät euch Felix. Richtig. Und zwar ein Riesenproblem ist natürlich das, worüber wahrscheinlich heute sehr viel geredet wurde, und zwar durch die Einflüsse des Menschen und den Extra-Eintrag von Kohlenstoffdioxid, weil theoretisch ist es ja ein Kreislauf, aber wenn ich immer mehr dazugebe, dann gerät dieser Kreislauf irgendwann aus den Fugen und aus der Waage. Und ein Riesenthema ist das, was wir hier unten rechts sehen, und zwar eben diese fossilen Stoffe, die in ganz vielen unterschiedlichen Produkten später zu finden sind, ob es direkt oder indirekt ist, die an der Produktion beteiligt sind, da liegen dann eben die Probleme. Und wir wollen aber einmal zum Holz kommen. Und das Holz, haben wir ja gemerkt oder gelernt, hat also Kohlenstoff gespeichert, was aus der Atmosphäre entzogen wurde. Und wir können, wenn es geht, quasi einen kleinen Extrakreislauf aufbauen. Und beispielsweise Gebäude mit Hilfe von Holz bauen. Und da gibt es zwei Punkte, die sehr, sehr wichtig sind. Und zwar einmal, ich vergleiche das mal gerne mit einem Staubsauger. Und zwar entzieht der Wald der Atmosphäre Kohlenstoff und speichert das. Und jetzt gibt es ja die Möglichkeit, dass wir das Holz mit dem Kohlenstoff verbauen und langfristig speichern. Heißt, ich nehme diesen Staubsaugerbeutel aus dem Staubsauger heraus und anstelle ihn irgendwie wieder auszuschütten und dann muss ich wieder alles neu aufsaugen, stelle ich ihn irgendwo in die Ecke und habe so quasi meine Luft gereinigt oder meinen Boden. Und ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, das Beispiel. Aber das Ziel ist es eben, den Kohlenstoff langfristig in Gebäuden zu speichern. Und was der zweite Effekt ist, ist das. So ist die sogenannte Substitutionsleistung, heißt, wir ersetzen Stoffe,
die extrem energiereich in der Herstellung sind. Vielleicht hat sich der ein oder die andere mal mit der Herstellung von Zement, Beton und so weiter auseinandergesetzt. Und auch Stahl ist extrem energiereich in der Herstellung. Und Holz hingegen ist zwar nicht klimaneutral, aber benötigt nur einen Bruchteil der Energie und damit auch einen Bruchteil des CO2-Äquivalents, um die gleiche Menge an Baustoff herzustellen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich noch ästhetischer, wie wir finden. Und genau das ist eben das Geheimnis, in Anführungsstrichen, warum man Holz nutzen sollte. Und das Ganze sollte im Idealfall in einer sogenannten Nutzungskaskade geschehen. Heißt, wir wollen den Zeitraum, in dem das Holz oder das Holz den Kohlenstoff speichert, extrem lang machen. Heißt, normalerweise haben wir ja gesagt, es ist ein Kreislauf, heißt, die Bäume wachsen, dann fallen sie irgendwann um, verrotten und das Ganze wird wieder freigesetzt. Und diesen Zeitraum wollen wir ungefähr auch nachbilden in unserem Alltag, in den Bauformen. Und dazu wäre die allererste Nutzungsstufe, also dieser Kaskade, wenn man sich mal wie so ein Wasserfall vorstellt. Wir fangen ganz oben natürlich hier links bei der Holzfällung an und verbauen das Ganze dann in Gebäuden. Und Gebäude haben ja eine relativ lange Lebenszeit. Heißt, dieser Dachstuhl, der hier gebaut wird, wird hoffentlich irgendwas so 150 bis 200 Jahre dort stehen. Und es wird die ganze Zeit Kohlenstoff gespeichert und wir haben währenddessen noch energiereiche Stoffe ersetzt. Der zweite Schritt wäre dann, wenn mir das dann irgendwann nicht mehr gefällt oder das Haus wird abgerissen und so weiter, dann ist das Holz ja in dem Sinne noch nutzbar. Heißt, wir können in die zweite Stufe der Nutzungskaskade gehen und beispielsweise dieses schöne Bett aus alten Trägerbalken bauen. Und auch das wird hoffentlich noch mal so 40 bis 50 Jahre halten, je nachdem, wie damit umgegangen wird. Und dann später gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie beispielsweise, dass es zerspant wird, heißt, dass da kleine Holzchips draus gemacht werden, die dann zu Spanplatten gedrückt werden, das kennt ihr sicher alle. Oder dann im weiteren Schritt, es wird energetisch genutzt. Und das ist ja das, was dann letztendlich wieder den Kohlenstoff in die Atmosphäre freisetzt und damit den Kreislauf theoretisch schließen würde. Es gibt an dieser ganzen Geschichte natürlich Kritik, und zwar, dass nur ein geringer Prozentsatz oder kein geringer, aber etwas weniger als die Hälfte tatsächlich nur oder des eingeschlagenen Holzes in Deutschland für die Verbauung eingesetzt wird. Heißt, wir hinken in dieser Nutzungskaskade, in diesem Ideal, noch ein ganzes Stück hinterher. Wir sehen also hier in dieser Grafik, dass von 76 Millionen eingeschlagenen Kubikmetern in Deutschland, also Holz, nur etwa 35 Millionen tatsächlich verbaut und gesägt werden. Und das ist natürlich nicht ideal, denn ein Großteil, 20 Millionen, ist Brennholz für die privaten Haushalte und 6 Millionen sogar die gewerbliche Energienutzung. Heißt, ja, ungefähr ja, ein Drittel des gesamten Holzeinschlages geht direkt in den Ofen und damit schließt sich wieder der Kreislauf. Und das ist natürlich nicht ideal. Und das ist eben dann die Aufgabe, dass man hingeht und sagt, okay, wir müssen viel mehr mit Holz arbeiten, aber nicht kurzfristig, sondern extrem langfristig. Heißt, wir wollen ganz lange Kohlenstoff in Häusern verbauen. Ein zweites Problem, was auch noch entsteht, ist, dass wir momentan sagen, wir brauchen mehr Laubholz in den Wäldern. Heißt, die Fichte als Nadelholz, als sehr wichtiges Baumaterial, stirbt uns weg und wir pflanzen Laub. Aber Laubholz, heißt das Buchenholz, hat einfach eine andere Struktur als beispielsweise Fichtenholz, ist nicht im gleichen Sinne geeignet, um zu bauen. Heißt, auch da müssen neue Technologien entwickelt werden. Und da geht es über den Waldbau, also das Gestalten des Waldes, noch darüber hinaus um die Seite der Verwendung des Sägens und so weiter, hat noch extrem Potenzial im Kampf gegen den Klimawandel. Wenn wir also gegen den Klimawandel angehen wollen, haben wir eigentlich das Holz und den Wald auf unserer Seite, weil Holz als nachwachsender Rohstoff in der Lage ist, Kohlenstoff zu speichern. Wir haben aber viele Punkte, an denen wir ansetzen müssen. Zum einen, dass wir überhaupt Holz nutzen und dann auch noch, wie wir es nutzen. Das ist ganz wichtig zu sagen in dieser Debatte. Genau. Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob der Wald das schafft. Wir hatten ja gerade einmal kurz anklingen lassen, ob man nicht den Wald einfach stilllegen kann. Heißt, wir sagen, dieses ganze Substitutionsmodell und Ersetzen von energiereichen Stoffen und so weiter, das bringt uns gar nicht so viel, wenn wir einfach sagen, wir lassen den Wald so, wir wollen gar kein Holz verbauen.
weil der Wald ist ja eigentlich fähig, das gesamte Kohlenstoffdioxid aus unserer Atmosphäre ja zu speichern und im Wald irgendwie zu halten. Das ist nur eine, ich sag mal, provokative Hypothese. Darauf kommen dann wieder unsere Einträge. Und da ist jetzt mal ganz wichtig, sich die Größenordnung anzuschauen. Denn der Wald speichert im Jahr, also mit jedem Jahr, was der Baum wächst, speichert er natürlich auch wieder Kohlenstoff ein. Und das ist aber leider viel, viel geringer als das, was wir ausstoßen. Das hast du schon verraten. Ja, jetzt habe ich schon verraten. Das ist ein Spoiler, ja. Der Spoiler ist, ja. Und zwar haben wir in Deutschland oder der deutsche Wald, das ist in anderen Ländern unterschiedlich, aber in Deutschland ist es so, dass wir 8 Tonnen CO2-Äquivalent pro Hektar Wald, das sind 100 mal 100 Meter, das ist eine gängige Maßeinheit in der Forstwirtschaft, dass 8 Tonnen CO2 dort eingespeichert werden pro Jahr. Also auf 100 mal 100 Meter Wald wird jedes Jahr 8 Tonnen CO2 gespeichert. Ziemlich praktisch. Oder einfach zu rechnen, dass jeder Deutsche, jede Deutsche jedes Jahr 8 Tonnen CO2 pro Kopf auch ausstößt. Heißt, theoretisch würde mir als Privatperson, ich hoffe, ich stoße ein bisschen weniger aus, reichen, wenn 100 Meter Wald irgendwo rumstehen würden und all meine, ja, mein Tun und mein Konsum irgendwie kompensiert, indem dort eben Kohlenstoff eingespeichert wird. So, jetzt haben wir aber ein Riesenproblem. Und zwar haben wir in Deutschland nur 11 Millionen Hektar Wald und 80 Millionen Deutsche. Ihr merkt also, das ganze Thema geht nicht ganz auf oder die ganze Rechnung geht nicht ganz auf. Und wir bräuchten eine Fläche, dazu nochmal in Relation gesetzt, ganz Deutschland ist ungefähr zu einem Drittel mit Wald bewaldet. heißt, wenn wir jetzt die ganze Fläche von Deutschland sagen, ja, das muss jetzt alles Wald werden und auch ganz Berlin wäre ein einziger Wald, dann würden wir etwa 33 Millionen Hektar haben. Das würde immer noch nicht reichen, um unseren momentanen Konsum und unseren CO2-Ausstoß zu kompensieren. Heißt, wir bräuchten eine Fläche in Deutschland, die ja zwei Drittel mal so groß ist, wie der Wald momentan ist, was natürlich völlig utopisch ist. Heißt, wir müssen nicht an dieser Stellschraube drehen, sondern an dieser Stellschraube drehen. Und das ist, glaube ich, auch schon das Wichtigste unseres Fazits. Jetzt haben wir ja hier ziemlich viel über die Nutzung von Holz geredet, weil das halt eben im Kontext mit dem Klimawandel so spannend ist und so interessant ist, weil wir da halt, Stellschrauben haben, vermeintliche Stellschrauben haben. Trotzdem ist es natürlich nicht die einzige Funktion, die der Wald hat. Es gibt noch viele andere, zum Beispiel die Schutzfunktion. Also die Eiche, die wir ganz am Anfang gezeigt haben, muss nicht gefällt werden, kleingeschnitten werden und irgendwann mal ein Bett von Forststudenten werden, sondern die könnte auch so ein Baum, wie wir den hier auf dem Foto sehen werden, der ein wunderschönes Habitat, also ein Lebensraum für unzählige Tier-, Pilz- und Pflanzenarten werden kann. Und diese andere Funktion, die er genannt hat, also auch die Erholungsfunktion, dass wir vielleicht selber durch so einen Wald laufen und das einfach schön finden, dass es uns da gut geht, dass manche Leute auch gerne Bäume umarmen oder in den Wald zum Baden gehen. All diese Dinge sind natürlich auch extrem wichtige Funktionen, die wir im Studium lernen zu schützen, die Försterinnen und Förster in ganz Deutschland auch schützen und die, es ist immer schwer zu gewichten, aber die auch einfach einen extrem hohen Stellenwert haben im Wald und in der Forstwirtschaft. Da springt leider hier so ein bisschen den Rahmen. Also wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut super gerne mal auf unserer Seite vorbei oder vielleicht dürfen wir nochmal wiederkommen und machen dann den Vortrag zum Naturschutz im Wald. Genau, da gibt es nämlich mindestens genauso viel und wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu erzählen als zur Holznutzung. Super spannendes Thema, beschäftige ich mich sehr gerne mit in der Freizeit und wie gesagt, wird auch momentan und auch in Zukunft immer mehr thematisiert, auch schon in der Praxis. Genau. Das war's von uns und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und ihr dürft nochmal abstimmen, und zwar, wie ihr der Bewirtschaftung der Wälder gegenübersteht und was mit dem Wald in Deutschland geschehen soll. Ich bin mal gespannt. Ich schließe mal eben unsere Präsentation und ihr habt wieder Chance, auf Menti zu wechseln. Wenn ihr dann schon bei Menti seid, es müsste dort eine Fragefunktion geben. Wenn sich jetzt im ganzen Vortrag hier irgendwo Fragen ergeben haben, schreibt die Fragen super gerne dort rein. Das würde uns sehr interessieren, ob das alles verständlich war, wie eure Gedanken dazu sind. Aber erstmal natürlich jetzt hier das Ranking, ob sich an eurer Einstellung zur Bewirtschaftung von Wäldern, also der Nutzung von Holz, das ist ja letztendlich das, was wir unter Bewirtschaftung von Wäldern verstehen, hat sich daran was geändert?
Schreibt es in den Chat. Also schreibt es bei Mandy mit rein. Die erste Stimme war gleich negativ, aber wir sehen etwas positiveren Trend. Ist natürlich auch dreist, das so zu fragen danach. Aber es schaut ganz gut aus. Wir haben ja auf jeden Fall das Ganze ins Positive geschoben. Ja. Unsere Profs an der Uni werden es uns auf jeden Fall danken. Das ist uns halt auch wichtig zu sagen. Also natürlich laufen auch wir durch den Wald und wenn da irgendwie der Harvester wütet und manchmal auch Fahrspuren hinter ist, weil es irgendwie nicht anders ging, dann ist das natürlich nicht schön. Aber wir wissen halt auch um die Wichtigkeit und um die Relevanz von Nutzung von Holz. Und das wollten wir euch einfach jetzt in diesem kurzen Vortrag so ein bisschen mitgeben. Genau, das war die erste Frage und es gibt gleich noch eine nächste Frage und zwar, was soll mit dem Wald geschehen? Also kurzes Resümee, wir sind, glaube ich, ganz gut damit gefahren. Ja, also auf jeden Fall auch nochmal an dieser Stelle auf unserer Seite sagen wir auch immer positive und negative Aspekte. Jan hat gerade den Harvester angesprochen, da geht es halt auch viel um Arbeitssicherheit, heißt, wenn Bäume umstürzen, da laufen ja normalerweise Forstwirte und Forstwirtinnen durch den Wald und sägen die Bäume per Hand um. Das ist natürlich momentan, wenn viele Bäume absterben, extrem gefährlich und da ist so ein Harvester natürlich eine super Maßnahme zum Arbeitsschutz, aber wie Jan das gesagt hat, verdichtet er halt eben auch den Boden und schädigt den und da muss man dann eben das Ganze abwiegen und das tun wir auch auf unserer Website. Also das nochmal zum wissenschaftlichen Aspekt unserer Arbeit. Genau, Harvester, für die, die es nicht wissen, sind so große automatische Riesen-Vollerntemaschinen mit einer Motorsäge am Baggerarm und das ist alles ganz spannend. Ja. Was man vielleicht hierzu sagen kann zu dieser Abstimmung gerade, was ich eigentlich schon am Anfang sehr schön finde, dass die meisten Leute eigentlich auf irgendwie alles geklickt haben, denn das ist eigentlich die Hauptaufgabe und das Hauptanliegen der Forstwirtschaft, all diese verschiedenen Funktionen, die ihr ja auch gerade im Chat genannt habt, die irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und weder alle Wälder zu nutzen wäre die Lösung, noch alle Wälder stillzulegen wäre die Nutzung. Wir leben nun mal in einem sehr dicht besiedelten Land. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Ansprüche an den Wald. Und das ist aber auch das Tolle, dass wir in der Forstwirtschaft und in der Forstwissenschaft vor allen Dingen ganz viele Konzepte und Lösungsansätze gefunden haben, wie man irgendwie alles unter einen Hut kriegen kann. Gut, mit diesem recht schönen Bild von Menti wollen wir unsere Präsentation auf jeden Fall erstmal beenden. Und genau, wir warten auf Fragen. Also ich glaube, ihr habt hier ein paar Fragen bekommen. Genau, das freut mich sehr. Wie kann ich selber sinnvoll Bäume pflanzen, fragt jemand. Gute Frage. Sinnvoll ist immer das vor allen Dingen hier bei uns in Deutschland zu tun, weil man hier in Deutschland hier ziemlich viele Zertifizierungssysteme und andere Möglichkeiten haben, zu überwachen, was da mit diesen Bäumen passiert. Wenn du das irgendwo am Amazonas tust, ich will niemanden oder keine Organisation schlecht darstellen, aber das ist auf jeden Fall viel, viel schwieriger zu schauen, ob da wirklich auch nachhaltig mit den Bäumen gearbeitet wird. Und wenn du jetzt ganz konkret Bäume pflanzen willst, kannst du zum Beispiel einfach mal beim Forstamt bei dir um die Ecke fragen. Hier kommt hier gerade der kleine Hund angelaufen, der will auch wieder Bäume pflanzen. Kannst du mal beim Forstamt bei dir um die Ecke fragen, ob es da Baumpflanzaktionen gibt. Es gibt die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, könnt ihr googeln, SDW nennen die sich, gibt es eigentlich in jedem Bundesland. Soweit ich weiß, die machen oft Baumpflanzaktionen. Es gibt das Bergwaldprojekt, die machen oft Baumpflanzaktionen. Also bei all diesen Institutionen könnt ihr einfach mal nachfragen. Und ansonsten, wie gesagt, einfach immer den Kontakt direkt zum Förster wählen oder Land kaufen und selber Bäume pflanzen. Ja. Ganz wichtig und interessant finde ich immer, dass der größte Effekt immer bei sogenannten Ackeraufforstungen geschieht. Heißt, wenn landwirtschaftliche Fläche in Wald umgewandelt wird, denn auch wenn Wälder brach liegen, ist es so, dass dort immer wieder Wald entstehen würde. Heißt auch, wo jetzt momentan Aufforstungsaktionen stattfinden, würde auch immer wieder normalerweise Wald wachsen. Und heißt, das hat sowieso schon einen Effekt auf den CO2-Kreislauf. Die Ackeraufforstung, da wird ja eben nicht durch das Heranwachsen von Bäumen der Rohstoff Holz erzeugt oder Kohlenstoff in und damit auch CO2 in den Stämmen gespeichert, sondern es wird ja immer wieder jährlich genutzt. Heißt, der Effekt und die quasi Vergrößerung des Staubsaugerbilds oder die Vergrößerung des Speichers findet natürlich nur dann statt, wenn ich Flächen auch umwidme. Heißt, das ist natürlich wieder typisch Deutschland, alles geregelt, heißt, landwirtschaftliche Flächen dürfen auch nur landwirtschaftlich genutzt werden und forstliche Flächen dürfen auch nur forstwirtschaftlich genutzt werden beziehungsweise oder stillgelegt werden. Heißt, die Aufforstung von Äckern ist noch viel effizienter als die letztendliche Aufforstung von ehemaligen Waldbeständen.
Das ist im Grunde auch schon die nächste Frage, so ein bisschen. Kann man den Wald denn so umgestalten, dass er zu einer größeren CO2-Senke wird? Ja, und also das hat es so ein bisschen angeschnitten. Und natürlich gibt es auch Baumarten, die schneller wachsen und damit auch, also da muss man einen Unterschied machen, aber einfach anhand der Dichte oder der Masse. Es gibt einfach Bäume, die schneller wachsen. Beispielsweise die Fichte wächst bedeutend schneller als eine Eiche, fast doppelt so schnell. Und damit speichert sie natürlich auch mehr Kohlenstoff ein, weil sie eben ja, mehr Holz produziert. Das ist zwar ein bisschen weniger dicht, also Fichtenholz etwa weniger dicht als Eichenholz, aber die reine Masse und das relative Verhältnis zueinander ist dann so, dass genau einfach mehr Kohlenstoff in dem Holz eingespeichert wird. Felix, du beantwortest die Fragen ziemlich perfekt, weil sie immer zur nächsten Frage auch schon passen. Die nächste Frage ist nämlich, Waldumbau braucht Zeit. Geht das überhaupt noch schnell genug? Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute und leider auch eine sehr traurige Frage. Ihr habt ja diese Klimahöhen gesehen, die wir euch gezeigt haben. Die gehen ja noch von diesem 1,5-Grad-Ziel aus. Ob wir das überhaupt erreichen können, ist ja schon sehr strittig. Ein Baum wächst 200 Jahre. Also ich fühle mich nicht in der Lage, diese Frage jetzt so direkt mit einem Ja oder Nein zu beantworten. Das Ding ist einfach, was haben wir für Möglichkeiten? Also Forstleute in ganz Deutschland und auch über Deutschland hinaus geben gerade einfach alles, das möglichst gut und möglichst professionell zu machen. Wir geben unser Bestes, aber die Lösung liegt nicht nur im Wald, sondern die Lösung ist einfach ein gesellschaftlicher Wandel, der halt weg von, also ihr wisst das alle wahrscheinlich viel besser als wir, der weg von, Autofahren. Genau. All diese Dinge, um CO2 einzusparen oder den Klimawandel zu bekämpfen. Das ist halt viel wichtiger. Der Wald ist leider viel zu, ja, ist einfach ja, sehr, sehr lange. Träge. Genau. Ja. Und ihr könnt, es gibt natürlich auch schon Förster und Försterinnen, die das seit mehreren Jahrzehnten machen. Also die Auswirkungen des Klimawandels schon relativ früh gemerkt haben. Erhöhte Stürme und so, oder erhöhtes Aufkommen von Stürmen, geballterer Niederschlag und so weiter. Und die haben schon festgestellt, okay, wenn ich meinen Wald strukturierter aufbaue, dann ist der viel besser diesen Gefahren übergewidmet. Und das geschieht teilweise seit 70 Jahren oder auch schon seit 30 Jahren. Nur wenn Bäume 30 Jahre gewachsen sind, dann sind die so, so groß. Und das ist niemals so der Wald, den man immer sieht. Heißt, man sieht das auch als Laie gar nicht so schnell, dass der Wald schon umgebaut wird. Das genau nochmal als Zusatz. Genau. Gibt es denn gute Alternativen zur Fichte als Bauholz? Wie Felix hat das kurz angesprochen, dass wir das Problem haben, dass wir momentan noch vor allem Nadelhölzer als Bauholz nutzen. In Zukunft wir aber viel weniger Nadelholz haben werden, weil wir halt von diesen reinen Beständen, von diesen Monokulturen wegkommen. Und es gibt Ansätze, also es gibt definitiv Lösungen. Es gibt zum Beispiel eine Firma, die es hingekriegt hat, aus Buchen die zusammenzukleben und daraus richtig dichtes und stabiles Bauholz zu bauen. Genau. Kannst du da noch mehr zu sagen? Ja, die sogenannte Baubuche ist das. Wie Jan das gesagt hat, wird ganz dünn aufgeschnitten und dann komisch verleimt. Muss man natürlich auch zu sagen, ist relativ viel Kleber drin. Wird aber auch geschaut, dass es nachhaltig geschieht. Wenn man beim Nadelholz bleiben möchte, dann gibt es natürlich auch noch andere Baumarten, wie beispielsweise die Kiefer oder die Lärche, die viel verbaut wird. Aber es wird natürlich auch auf andere Baumarten zurückgegriffen, die aus Klimabereichen kommen, die etwa das spiegeln, was in Zukunft hier in Deutschland herrschen wird, beispielsweise die Douglasie. Das hat vielleicht der ein oder die andere schon mal von euch gehört. Ist ein Nadelbaum, der eigentlich aus Nordamerika kommt, aber dort das Klima schon herrscht, was voraussichtlich aus Kalifornien, ja, genau. Also wo es wirklich einfach viel wärmer ist. Genau, viel wärmer und viel trockener. Und da herrscht eben schon das Klima, was wir hier in mehreren Jahrzehnten erwarten. Heißt, es wird jetzt schon so langfristig geplant, dass diese Bäume hier angepflanzt werden. Aber natürlich auch an dieser Stelle immer noch die Kritik, das ist eine Baumart, die aus einem anderen Land kommt. Heißt, damit ist der ökologische Wert auch ein etwas anderer. Und es ist eben auch nicht klar, wie die Douglasie hier in dem Ökosystem Wald oder in diesem Gefüge funktioniert, genau. Wobei man bei der Douglasie auch sagen muss, dass ja schon seit, glaube ich, 150 Jahren gibt es Versuchsflächen. 150 Jahre ist nichts im Leben eines Baumes, aber da gibt es Versuchsflächen, womit dieser Baumart schon länger experimentiert wird. Nächste Frage. Eure Meinung zu dem alten Thema Hambacher Forst und RWE? Ist eine ganz einfache Antwort. Das ist für uns eine politische Diskussion und weniger eine forstwirtschaftliche Funktion, weil es da um das Thema Verkehrswende oder Braunkohle geht. Ja. Und deswegen haben wir das mit Forst erklärt bisher wenig thematisiert. Also ich meine, die Haltung dazu ist klar, dass wir gucken müssen, dass wir eben weg von fossilen Energieträgern kommen und so weiter. Aber das ist vor allen Dingen für uns ein politisches Thema und weniger eins, bei dem wir als Forstleute uns einschalten können.
Dass der ökologische Wert von alten Buchenbeständen extrem hoch ist, ist steht außer Frage. Genau, dann gibt es Kritik bezüglich Brandschutz, zum Beispiel beim Verbauen von Holz in Häusern, beziehungsweise kann für Brandschutz behandeltes Holz dann später verbrannt werden? Ja, bin ich leider nicht so richtig im Thema drin. Ich weiß nur, dass auf jeden Fall Trägerbalken, also richtig dicke Holzbalken, relativ schlecht brennen, weil die einfach so eine hohe Masse haben. Wie das aber genau mit dem Brandschutz aussieht, keine Ahnung. Ja, ich bin auch überfragt, muss ich passen. Recherchieren wir gerne und reichen das zur nächsten Vorlesung nach. Mit Holz bauen ist echt so mit 3O toll. Nun muss ja auch da geguckt werden, dass nicht mehr abgeholzt wird, wie nachwächst. Habt ihr da eine Lösung, Schutz oder Schutzmechanismen für? Ja, also die Forstwirtschaft an sich ist ja immer oder wird immer gesagt, dass der Erfinder der Nachhaltigkeit ehemals ein Bergmann gewesen aus, was ist das, Erzgebirge? Ja. Genau, vor 300 Jahren wurde halt schon gesagt, okay, wir können nicht mehr Bäume fällen als auch nachwachsen. Und mittlerweile ist das natürlich alles hochwissenschaftlich und dann wird berechnet, ja, jedes Jahr wachsen hier 7,2 Festmeter, also Raummeter, Kubikmeter Holz, wachsen hier jedes Jahr auf dieser Fläche. Und da dürfen wir natürlich im Jahr nicht mehr als diese 7,2 Festmeter nutzen. Und es ist sogar so, dass momentan die Wälder eher an Vorrat gewinnen. Heißt, es wächst mehr zu, als tatsächlich entnommen wird. Und da braucht es theoretisch gar keinen Schutzmechanismus für, weil das natürlich auch im nachhaltigen Gedanke der Forstwirtschaft verankert ist, dass man nicht mehr nutzt, als tatsächlich auch nachwächst. Genau, aber das wird da kam noch die Frage, wie das kontrolliert wird. Ja. Das ist gängige Praxis, beziehungsweise, also es ist ja auch ein Selbstschutz, ne? Ja. Also niemand hat was davon, wenn er mehr fällt als nachwächst. Zum Glück gibt es in Deutschland auch ein Waldgesetz und es gibt verschiedene Waldbauprogramme, nach denen sich Leute richten. In Niedersachsen hier bei uns ist das zum Beispiel das Löwe-Programm, wo genau solche Regeln festgelegt werden. Da hängen Kontrollmechanismen dran. Ja. Gleichzeitig gibt es auch Zertifizierungssysteme, die halt nachhaltige Forstwirtschaft zertifizieren, wo auch dann unabhängig von unabhängigen Dritten halt Kontrollen gemacht werden. Und das ist der Grund, warum wir auch sagen, wenn ihr Bäume pflanzt, macht es lieber hier bei uns, weil wir hier tatsächlich im internationalen Vergleich sehr gut aufgestellt sind und man wirklich guten Gewissens eigentlich sagen kann, bei uns wird in der Regel hier sehr nachhaltig gewirtschaftet. Genau. Überall gibt es schwarze Schafe, ist völlig klar, aber da sind wir hier ganz gut dabei. Ja, an dieser Stelle auch nochmal einen kleinen Link zu Holz aus anderen Ländern. In anderen Ländern wird natürlich völlig anders gewirtschaftet und auch in unserem Sinne weniger ökologisch und weniger nachhaltig, mit ganz normalen Kahlschlägen, das ist ja hier in Deutschland zu einer Kleinstmenge erlaubt und sonst muss das genehmigt werden. Und das natürlich auch nur in solchen Fällen wie beim Borkenkäfer. Dazu aber vielleicht auf unserer Website auch nochmal. Aber nochmal der Appell, dass wenn Holz genutzt wird, das auch im besten Fall aus Deutschland kommt, weil in anderen Ländern gelten völlig andere Maßstäbe, auch russisches Holz, was FSC-zertifiziert ist, hat in diesem Land einen völlig anderen Standard als hier in Deutschland. Und da gibt es ganz interessante Artikel und auch eigene Erklärungen von FSC, warum dort die Bewirtschaftungsrichtlinien völlig anders sind, die hier in Deutschland absolut inakzeptabel wären. Genau, das vielleicht jetzt zu den Fragen. Es sind noch ein paar Fragen offen, da reicht die Zeit jetzt leider nicht mehr für. Wie gesagt, wir würden uns total freuen, wenn wir mit euch in den Austausch kommen können. Schreibt uns gerne auf irgendeinem der vielen Kanäle. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel Werbung, aber uns ist das wirklich wichtig, einfach ja auch Feedback zu kriegen und die Meinung von anderen Leuten zu hören, weil immer nur sich selbst reden zu hören, ist halt irgendwie langweilig. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und danke, dass wir hier sind. Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Schalte ich mich nochmal kurz dazu hier. Also ich fand es einen super spannenden Vortrag und das Thema auch irgendwie mega spannend. Das haben ja auch einige mitgemacht über Menti. Dann sieht man es immer gut, wie alle Leute so mitfiebern. Und ja, ich habe auch gesehen, es sind einige spannende Fragen noch mit dabei. Und man merkt auch euch an, dass ihr gerne noch viel mehr reden wollt, dass ihr so voll dafür brennt. Also genau, ich kenne euren Instagram-Kanal ja auch selber und so. Und von daher, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr die ihr zugeschaut habt, da einfach mal reinschaltet und ein bisschen weiter lest. Aber ansonsten, vielen Dank dafür. Hier ist jetzt eine Viertelstunde Pause. Um 15:45 geht es weiter.
mit der nächsten Kategorie frisch aus der Forschung. Und genau, im Bereich Umwelt bleiben wir da dann bei der regenerativen Landwirtschaft. Da wünsche ich euch schon mal viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank.